Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Weekly Reading. Ich bin gerade nach Hause gekommen und habe Buchpost. Ich freue mich immer über Buchpost, vor allem wenn sie aus dem HarperCollins Verlag ist. Und ja, ich habe Buchpost bekommen und die wollte ich mit euch zusammen auspacken und mit euch zusammen reingucken. Und ich muss mich beeilen. Oh, ich sehe irgendwie gerade total verschmiert aus. Ich komme gerade direkt aus dem Büro, wollte mit euch noch schnell auspacken. Und ja, ich muss gleich wieder los. Ich habe nämlich jetzt einen Friseurtermin. Endlich kommt dieses Gewüchs hier in Ordnung. Und ich weiß noch nicht so richtig, was ich mit meinen Haaren mache. Ich habe heute auf Arbeit gesessen und habe gedacht, boah, du hast so Bock, dir gerade wieder die Haare kurz zu schneiden. Vor allen Dingen, es wird Sommer und so. Und ich habe gerade echt so Bock, mir wieder einen Pixie-Cut schneiden zu lassen. Ich habe das gerade meinem Mann erzählt und er meinte, da hast du eine Macke. Du lässt sie seit 5 Jahren wachsen. Du kannst sie doch jetzt nicht abschneiden. Ja, das ist, glaube ich, wenn man lange Haare hat, ist man irgendwann an einem Punkt, wo man einfach keinen Bock mehr hat und einfach mal denkt so, boah, jetzt möchte ich einfach gerne was anderes. An dem Punkt bin ich gerade, aber ich werde mir natürlich jetzt keinen Pixie-Cut schneiden lassen. Sowas sollte ich mir länger überlegen und ich glaube, meine Friseuse würde mir auch einen Vogel zeigen. Und ja, also ich werde jetzt zum Friseur gehen. Auf jeden Fall kriege ich Farbe auf den Kopf und mein Pony wird geschnitten und mal gucken, was wir sonst noch so veranstalten. Und ja, ich packe jetzt noch mit euch schnell aus. Und ich würde sagen, ich melde mich dann ansonsten nachher nochmal, wenn ich wieder da bin. Und dann erzähle ich euch, was ich gerade lese. Und ja, jetzt packen wir aber erstmal schnell aus. Ich bin noch so neugierig. Und wieder einmal haben wir diese wunderschöne von unten nach oben Perspektive, wo man eigentlich nur verlieren kann. Ist mir jetzt aber egal. Ich will mit euch nur auspacken. Und ja, schauen wir mal rein, was hier drin ist. Meine zwei Schätzchen, die ich angefragt habe. Zum einen habe ich beim HarperCollins Verlag Buch angefragt. You, ich darf dich nicht begehren von Lauren Blakely. Das werde ich dann gleich als nächstes mitlesen. Und dann habe ich noch angefragt. Die Legende der 4 Königreiche besiegelt, der 3. und letzte Teil dieser Trilogie. Und da freue ich mich schon so mega drauf. Oh, ich bin so happy gerade, dass ich das jetzt hier noch bekommen habe, das Buch. Ich habe das Buch ja schon Anfang März angefragt und dann kam das nicht und kam nicht. Und dann habe ich der Jenny, der Bloggerbetreuerin, letzte Woche eine E-Mail geschrieben, dass das Buch irgendwie nicht ankommt. Und sie hat gesagt, sie kümmert sich. Und dann hatten sie mir das hier noch genehmigt. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie es nochmal rausgeschickt hat, ob das erste vielleicht wieder mal verschutt gegangen ist oder wie auch immer. Oder sie haben es zusammen rausgeschickt, keine Ahnung. Aber ich freue mich so, dass ich das Buch jetzt habe. Das wird dann auf jeden Fall auch ganz bald gelesen und dann kriegt ihr auf jeden Fall wieder eine Reihenvorstellung. Denn ich bin schon so gespannt auf das Ende. Der zweite Teil war so krass am Ende, was da so abging. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall schon mega drauf. Und ja, das sind die beiden Schätzchen, die jetzt in dem Karton waren. I'm so happy, happy, happy. Und ich habe überlegt, ich hätte diesen Monat noch ganz viele Bücher anfragen können, weil Cat and Cole kommt raus, Monsters of Verity, der zweite Teil, kommt raus, der 3. Teil von Fire and Frost kommt raus. Es kommen jetzt auch extrem viele Fortsetzungen raus, der 4. Teil von Das Reich der 7 Höfe. Und ich habe mir aber überlegt, ich möchte mir echt keinen Druck mehr machen mit den Rezi-Exemplaren. Ich werde die Bücher mir dann selber kaufen und nicht anfragen, weil dann habe ich einfach den Druck nicht. Beim HarperCollins Verlag frage ich sehr, sehr gerne an, weil ich weiß, da kann ich mir auch mal eine Woche länger Zeit lassen, ohne dass da gleich einer kommt und sagt. Und ja, aber die restlichen Bücher habe ich mir überlegt, da möchte ich mir keinen Druck mehr machen. Die möchte ich ganz in Ruhe lesen und dann lesen, wenn ich Bock drauf habe. Und deswegen werde ich die mir dann selber kaufen. Dann dauert es halt ein bisschen länger, ehe ich sie lese, aber mein Gott, dann ist das halt so. Ich werde jetzt noch fix eine Mail an den Löwe Verlag schreiben, weil ja heute das Video von der Ellingham Academy online gegangen ist. Den Beleglink dorthin schicken und ja. Dann gehe ich jetzt gleich zum Friseur, zum Friseur, zum Friseur. Und ich war heute ganz tapfer. Wer mein Neuzugänge-Video gesehen hat, der hat ja gesehen, dass ich den 7. Teil der Elemental Assassin-Reihe gekriegt habe. Und dass ich ja noch nicht sicher bin, ob ich diese Reihe denn weiterlesen möchte. Und heute in der Buchhandlung hatten sie auf dem Reduzierthaufen für 3,99 den 8. Teil von der Elemental Assassin-Reihe. Und ich stand davor und habe gedacht, eigentlich für 4 Euro müsstest du dieses Buch jetzt mitnehmen. Weil wenn du es dann weiterlesen möchtest, dann ärgerst du dich. Und dann dachte ich mir so, nein, du lässt dieses Scheißbuch für 4 Euro da jetzt liegen. Weil wenn du es nicht weiterlesen möchtest, hast du noch ein Buch mehr hier für 4 Euro, die du hättest sparen können. Und ja, ich habe dann
das Buch nicht gekauft. Ich war da ein bisschen stolz auf mich, dass ich mich nicht habe verleiten lassen, einfach nur diese 4 Euro auszugeben. Vor einem Jahr hätte ich das wahrscheinlich noch gemacht, aber ich versuche ja dieses Jahr auch mit allem ein bisschen bewusster umzugehen. Und ich habe mir auch eine Liste geschrieben mit Büchern, die ich unbedingt haben muss, weil es Fortsetzungen sind, weil mich die Bücher interessieren oder was auch immer. Oder weil ich die Autoren einfach liebe und alles lesen muss. Zum Beispiel die 2 neuen Bücher von Brittany C. Cherry, die dieses Jahr rauskommen, oder die von Bianca, die muss ich unbedingt lesen. Das 4. Buch von der Again-Reihe von Mona Kasten möchte ich unbedingt haben. Also es gibt so Bücher, wo ich sage, die muss ich unbedingt haben, oder halt jetzt die ganzen Fortsetzungen von Monsters of Rarity, Renegades und. Und diese Bücher werde ich mir auch kaufen oder gegebenenfalls anfragen, je nachdem wie das dann passt zu dem Zeitpunkt, wo die rauskommen. Und alles andere werde ich mir dieses Jahr einfach mal untersagen, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass ich vielleicht ein bisschen von meinem Sub runterkomme. Dass ich den niemals wegkriegen werde, das weiß ich, dessen bin ich mir bewusst. Aber ich komme vielleicht ein bisschen runter und das ist so mein Ziel, so bis Ende des Jahres, dass ich vielleicht noch einen Sub habe von 70, 80. Das wären jetzt zum aktuellen Stand 30 Bücher, die vom Sub runter müssten. Ich denke, das ist realistisch. Ich habe noch 9 Monate. Schauen wir mal. Es ist ja, ich habe ja auch teilweise ganze Reihen hier liegen, wo ich halt einfach nicht weiß, ob die Reihe mir überhaupt gefällt. Ich habe halt einfach erstmal alle Bücher zusammengekauft, bevor es die dann wieder nicht mehr gibt. Also, ich habe alle Teile der Princess-Reihe, ich weiß nicht, wie die ist, wie die Reihenbezeichnung ist, von Aaron Watt, da wo das Cover vom ersten Teil aussieht wie ein Arsch vorne drauf. Also das sind 6 Bücher, ich weiß nicht, ob ich die alle lesen möchte, ob mir das überhaupt gefällt. Deswegen kann es sein, dass ich die dann noch aussortiere und schon habe ich 6 Bücher weniger auf dem Sub. Also ich muss mal gucken. Aber auf jeden Fall freue ich mich jetzt erstmal, dass ich hier diese Reihe beenden kann, dass ich hier die Reihe weiterlesen kann. Und jetzt gehe ich zum Friseur. Schnipp, schnapp, Haare ab. Ich habe wieder Pony. Ich freue mich so. Ja, da bin ich wieder. Ich hatte ja gesagt, ich melde mich heute nochmal. Es ist immer noch Mittwoch und ich war gerade beim Friseur. Oder was heißt gerade? Vor einigen Stunden war ich beim Friseur. Es ist inzwischen ziemlich spät. Und ich werde jetzt auch gleich ins Bett gehen. Ich wollte mich nochmal melden, weil ich es ja gesagt hatte. Und ja, ich wollte mich eigentlich vorhin gleich melden, nachdem ich wieder zu Hause war, aber mein Mann hat nicht geschlafen, so wie ich es vermutet hatte, sondern war wach. Und dann habe ich mit dem was noch eine ganze Weile hier rumgequatscht und dann habe ich mit dem noch was zum Abendbrot gegessen. Naja, und dann zog sich das alles. Und ja, jetzt habe ich gerade noch gelesen. Jetzt habe ich gerade gelesen und dachte mir, jetzt melde ich mich nochmal, bevor ich ins Bett gehe. Und zwar lese ich gerade Cinder und Ella von Kelly Oram. Letztes Jahr, wo das Buch rauskam, haben mir ganz, ganz viele gesagt, wie toll das Buch ist und wie unglaublich gut dieses Buch ist. Und ich hatte da schon echt Erwartungen an die Geschichte und die sind echt übertroffen worden. Ich muss sagen, den Abschnitt, den ich heute gelesen habe, das waren so um die 70 Seiten, die waren nicht so krass und so gefühlvoll, herzzerreißend, niederschmetternd, wie die anderen Seiten, die ich davor gelesen habe. Also, holla die Waldfee, dieses Buch hat es in sich. Es ist eine Jugendliebesgeschichte, ein modernes Cinderella-Märchen, naja, so im entferntesten Sinne vielleicht. Ja, ansonsten, was kann ich euch dazu sagen? Ich finde das Buch ganz, ganz toll. Ich habe jetzt noch ungefähr 100 Seiten, die werde ich morgen lesen. Ich bin gespannt, was auf diesen 100 Seiten noch passiert. Ich mag das Buch auf jeden Fall sehr und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das jetzt hier ausgeht. Und es ist eine sehr tolle Geschichte. Allein, wo ich gestern den Prolog gelesen habe, dachte ich nur so, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und dann liest man dieses Buch und man hat sofort so Mitgefühl mit der Protagonistin und man denkt sich nur, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Und ja, ich konnte mich mega gut in sie hineinversetzen. Ich konnte ihre Reaktionen komplett nachvollziehen, in jedweder Art und Weise. Und das habe ich echt selten. Und also ich war komplett bisher bei Ella die ganze Zeit und ja, Entschuldigung. Es ist echt krass, was dieses Mädchen alles über sich erdulden muss. Ja, ich mag das Buch auf jeden Fall sehr. Ich werde es morgen beenden und euch dann noch ein bisschen mehr erzählen. Und ja, das wollte ich euch auf jeden Fall noch kurz sagen, dass ich das Buch jetzt hier gerade lese und sehr begeistert davon bin. Und ich sehe auch ziemlich fertig aus gerade, stelle ich fest. Mein Make-up ist verschmiert und ach, alles ist nicht mehr ganz so fresh. Ich gehe jetzt ins Bett, ich habe wieder einen Pony, ich freue mich, ich bin auch wieder ein bisschen blonder und ja, ich würde sagen, ich melde mich morgen oder vielleicht am Freitag nochmal und dann geht es ja auch zur Buchmesse, uiuiuiui, am Samstag, ich freue mich schon.
Ich werde aber zur Buchmesse ein extra Video machen. Ich werde es so machen wie letztes Jahr, glaube ich, auch. Da hatte ich auch ein Weekly Reading über die Buchmesse. Da habe ich mich Freitag vor der Messe nochmal gemeldet und dann Sonntag nach der Messe. Und so werde ich es dieses Jahr auch machen. Also ich würde sagen, ich melde mich dann vielleicht morgen oder am Freitag, mal gucken. Und ja, ich gehe jetzt ins Bett, es ist spät. Gute Nacht. Bye, bye. Hallo ihr Lieben, es ist Freitagnachmittag, ich komme von Arbeit, mein Pony sitzt heute nicht, ich habe gerade was gegessen und ich dachte mir, ich melde mich jetzt gleich nochmal bei euch, weil ich nämlich jetzt gleich die Kameraakkus nochmal ans Ladegerät hängen muss, damit ich morgen, wenn ich mit Schatzi nach Leipzig fahre, auch Akkus habe, sonst ist doof. Und ja, morgen ist Buchmessetag, für mich zumindest. Ich freue mich schon sehr, wir fahren morgen früh gleich los. Ich werde zur Buchmesse ein extra Video machen, das kommt dann aber wahrscheinlich auch online, bevor das hier online geht. Also von daher werdet ihr das schon wissen. Und ja, ich hoffe, es wird ein schöner Tag und es wird ein entspannter Tag. Und ich habe nichts vor zur Buchmesse, außer mich mit der Niki treffen um 12 und dann um 1 zum Blogger-Treffen zu gehen. Und danach eventuell nochmal zur Jackie, die hat irgendwie von 14 bis 16 Uhr noch irgendwie so eine Veranstaltung und da wollte ich dann vielleicht nochmal vorbeischauen. Aber ansonsten habe ich nichts vor morgen. Wen ich sehe, sehe ich. Wenn ich treffe, treffe ich. Ja, ansonsten, ich habe Cinder und Ella gestern fertig gelesen von Kelly Oram und oh, es war so gut. Dieses Buch ist am Anfang total mitfühlend. Also ich konnte mich total gut in die Protagonisten hineinversetzen. Ich habe mit der echt mitgelitten und ich war wütend mit ihr und verletzt und traurig und oh, es war alles so schrecklich. Und zum Ende hin wird das ganze Buch sehr, sehr kitschig und schmalzig und ich dachte nur so, wow, das ist jetzt Kitsch, Schmalz und alles Overload. Aber es war jetzt nicht so schlimm, weil es halt wirklich nur so am Ende dann vorkam, so auf den letzten, sagen wir mal, 60 Seiten, wo das so extrem wurde. Von daher hat es mich jetzt nicht gestört. Ich kann euch Cinder und Ella auf jeden Fall nur empfehlen, schaut euch das Buch einfach mal an. Es ist ein Jugendbuch mit einer Liebesgeschichte, aber diese Liebesgeschichte wird ganz zart erzählt und unsere Protagonistin Ella steht hier im Vordergrund, die einen sehr, sehr schweren Schicksalsschlag verarbeiten muss und das ist einfach nur sehr, sehr gut gemacht und ich liebe, liebe, liebe dieses Buch jetzt schon und kriegt auf jeden Fall von mir volle 5 Sterne auf Goodreads. Dann habe ich gestern Abend noch ein anderes Buch angefangen zu lesen und zwar You von Lauren Blakely, Ich darf dich nicht begehren. Dieses Buch habe ich vom Verlag wieder zur Verfügung gestellt bekommen, habe ich mich sehr gefreut. Das ist jetzt der 4. Teil der Big Rock Reihe. In You geht es um die kleine Schwester von Wyatt und Nick Hammer. Also unsere Charaktere vom 2. und 3. Teil. Und diese kleine Schwester hat einen besten Freund, der heißt Chase und der ist Arzt. Und beide haben eine Wohnproblemsituation, weil Chase braucht eine Wohnung und Josie braucht eine neue Mitbewohnerin. Und ja, die beiden reden dann darüber und stellen dann fest, so sind wir dumm. Wir sind beste Freunde, warum ziehen wir nicht einfach zusammen und gucken mal, wie das so läuft. Und ja, was dann mit den beiden alles passiert, das ist es, worum es in diesem Buch hier geht. Ich hoffe, dass dieses Buch nicht so sexlastig und erotiklastig wird wie der 3. Teil. Das war im 3. Teil echt zu viel. Da ist die Story mir echt zu kurz gekommen. Und ja, schauen wir mal, wie es hier wird. Ich hoffe, es wird wieder ein bisschen weniger. Der Anfang ist bisher ganz cool. Ich habe die ersten 47 Seiten gelesen und Josie ist Bäckerin und macht selber Süßigkeiten. Sie ist jetzt schon meine Freundin. Ich finde sie sehr, sehr cool bisher. Ich mag auch Chase bisher total. Und ja, mal schauen, wohin sich das Ganze noch entwickelt. Und wenn ich mit dem Buch fertig bin, dann lese ich endlich die Legende der 4 Königreiche, den 3. Teil. Ich freue mich schon so. Ansonsten war es das vom Lesen mit den Neuigkeiten. Ich werde heute Abend noch ein bisschen streamen auf Twitch und noch ein bisschen zocken. Und morgen früh geht es dann nach Leipzig. Ich freue mich schon extrem. Und ich habe mir diese Woche eine Leseliste gemacht. Ich hasse Leselisten ohne Ende. Und ich habe das ganze letzte Jahr so gelesen, wie ich Bock hatte. Und ich habe festgestellt, wenn ich das tue, lese ich nur neue Bücher. Ich lese nichts von meinem Sub. Und das muss jetzt einfach mal aufhören. Deswegen habe ich mir eine Leseliste gemacht. Ich habe mir eine Übersicht gemacht über die Monate und habe mir Bücher aufgeschrieben, die ich in diesem Monat, wenn, gern lesen würde. Ob das jetzt funktioniert oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe immer ungefähr 5 Bücher vom Sub genommen und Reihen, die ich auch gerne noch beenden möchte. Und dann habe ich immer noch so zwei neue Bücher, die jetzt aus Erscheinen dazu gemogelt. Ich muss mal probieren, ob ich es schaffe, mich so irgendwie daran zu halten. Ich habe jetzt nicht festgelegt, du liest aus das und das, sondern nur, welche Bücher ich halt in einem Monat gern lesen würde. Ich hoffe, dass ich so ein paar Sub-Bücher auch mal wegkriege. Und ja, schauen wir mal, ob ich es schaffe, mich an meine Vorsätze zu halten. Ich bezweifle es gerade noch, aber
irgendwie muss ich da mal ran. Ich muss endlich mal meine ganzen Sub-Bücher lesen, weil es sind alles richtig, richtig tolle Geschichten, die ich hier noch rumliegen habe. Und die müssen jetzt endlich mal gelesen werden. So, das ist der Punkt. Deswegen schauen wir mal, wie das mit meiner Leseliste funktioniert. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich muss gucken, wie das mit den Videos nächste Woche klappt, weil wir ja nun morgen nicht da sind. Also heute schaffe ich es nicht mehr zu drehen. Morgens bin ich den ganzen Tag nicht da. Sonntag früh muss ich rein theoretisch drehen, schneiden und alles für die Woche fertig machen. Wird sportlich. Ich muss mal gucken, ob ich das alles hinkriege, weil es soll nächste Woche 2 Rezensionen, ein Weekly Reading und das Neuerscheinungsvideo online gehen. Ich habe mir ziemlich viel vorgenommen und ja, ich muss mal gucken, ob ich es schaffe, mich da irgendwie dran zu halten. Das wird stressig, aber egal. Und mehr gibt es jetzt von mir an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Ich werde jetzt meine Akkus ans Ladegerät hängen, alles für die Messe einpacken und dann freue ich mich, wenn es morgen nach Leipzig geht. Hihihi. Ich habe mir sogar extra neues Kleidchen gekauft, was ich anziehen kann. Ich freue mich so. Bis dann. Guten Morgen. Es ist Mittwochmorgen. Ich wollte mich eigentlich Sonntag melden. Jetzt ist Mittwochmorgen. Ich habe Sonntag einfach nicht geschafft, mich zu melden, weil ich den ganzen Tag gedreht habe, geschnitten habe, hochgeladen habe, damit die Woche halt auch Videos online kommen. Und gestern und vorgestern habe ich es vergessen und jetzt fiel es mir gerade ein und ich dachte so, Kacke, du wolltest dich doch noch melden, du wolltest doch noch von der Buchmesse erzählen und ich habe jetzt noch 10 Minuten Zeit, die ich auf Arbeit muss und die dachte ich mir, nutze ich, um euch zu sagen, was ich auf der Buchmesse so erlebt habe. Die Buchmesse dieses Jahr in Leipzig war ja für mich eine kurze Buchmesse, da wir ja nur Samstag dort waren. Und wartet mal, ich muss Milo mal ganz kurz die Couch hochheben, weil der meckert hier gerade rum. Bibi, kommst du nicht alleine hoch? Nein, kommst du nicht mehr mit dem bösen Bein, gell? Komm hier. Olli! Hoppala. So, Milo liegt jetzt hier oben. Wie ich gerade sagte, war Leipzig ja jetzt für mich eine kurze Messe, weil wir ja nur Samstag dort waren. Und was ich ein bisschen schade fand einerseits, weil ich mir nicht in Ruhe irgendwas angucken konnte, sondern wir sind halt nur schnell einmal durch alle Hallen gelaufen, um uns halt alles anzugucken. Aber ich konnte mir halt nicht wirklich Zeit nehmen zum Stöbern und Rumlaufen und das fand ich so ein bisschen schade. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Daher wäre ein zweiter Tag echt praktisch gewesen, aber naja gut. So ist das halt. Ich bin ja froh, dass wir überhaupt nach Leipzig gefahren sind. Aber mal abgesehen davon, dass ich mir halt nicht in Ruhe irgendwas angucken konnte und ich mir kein Buch habe signieren lassen und ich, ja, ansonsten auch von den Autoren, die man so dort treffen kann, nicht wirklich wen getroffen habe, war es eine richtig tolle Buchmesse, denn ich habe die Niki getroffen. Ich habe Niki ja auch seit letztes Jahr, ich weiß gar nicht, wann habe ich Niki das letzte Mal gesehen? Ich weiß es gar nicht, es ist ewig her. Und deswegen habe ich mich total gefreut, dass ich Niki gesehen habe. Dann habe ich mich mit der Tina getroffen. Hi Tina! Sei gegrüßt an dieser Stelle. Hashtag bester Mod. Tina ist eine Abonnentin von mir und ist auf Twitch auch immer mit dabei, wenn ich streame. Und ja, Tina ist da, was das betrifft, meine größte Unterstützung im Moment auf Twitch. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass wir uns getroffen haben. Tina, es war ein sehr, sehr schöner Tag und ich hoffe, wir sehen uns irgendwie mal wieder, denn du bist ein sehr, sehr sympathischer Mensch. So, das wollte ich an dieser Stelle nochmal gesagt haben. Und ja, dann bin ich mit Tina und mit Schatzi und mit Niki dann über die Messe gelaufen. Also erst mit Niki, später dann mit Tina. Und dann waren wir auf dem Blogger-Treffen und es war ein bisschen doof, denn es gab 2 Blogger, Booktuber, Instagram-Treffen und das eine hatte die Steffi organisiert. Das war um 1, da waren wir auch und dann gab es noch um 15 Uhr ein Treffen und wie ich jetzt so im Nachgang mitgekriegt habe, haben einige nur von dem 15 Uhr Treffen gewusst und sind halt nicht um 13 Uhr dann zu dem Treffen gekommen und wir waren dann halt um 15 Uhr nicht bei dem Treffen, was so ein bisschen doof war, weil ich dadurch einige Leute auch nicht gesehen habe, was mir sehr, sehr leid tut. Aber es ist halt nicht jetzt zu ändern. Aber ich fand das Treffen, was da 13 Uhr war, richtig gut. Es war ein sehr kleines Treffen dieses Mal. Wenn ich mir so die Verhältnisse von den letzten Jahren in den Kopf rufe, waren das fast immer das Doppelte bis Dreifache an Menschen sonst, die da waren. Deswegen, dieses Jahr war es viel, viel kleiner. Aber ich fand das gar nicht verkehrt, denn dadurch war es auch viel gemütlicher. Man hatte viel mehr Zeit, auch mal in Ruhe mit 2, 3 Leuten zu reden und ist nicht immer nur von einem zum anderen gerannt. Gut, das bin ich trotzdem, aber man hatte irgendwie mehr Ruhe und mehr Zeit irgendwie so für die Leute. Und ja, das war richtig toll bei dem Treffen. Ich habe die Laura auf jeden Fall getroffen, also die Laura Newman, die haben wir vorher schon getroffen im Gang.
Da haben wir schon zwei Sätze kurz gequatscht, dann haben wir sie auf dem Treffen nochmal getroffen. Dann haben wir sie später nochmal in der Blogger-Lounge getroffen und das war voll toll, weil ich da auch mal wieder drei Sätze mit Laura wechseln konnte. Ha, ich freue mich immer, wenn ich Laura sehe. Und ich habe Laura gefragt, wann die neuen Cover zur Nachtsonne denn als richtige Bücher kommen, denn ich finde die neuen Cover von der Nachtsonne so mega schön. Ich kann euch ja mal hier so eins einblenden. Die Nachtsonne war, wo ich angefangen habe damals zu lesen, das war 2014 wieder, war das die erste Jugenddystopie, die ich gelesen habe. Und ich war so begeistert von diesem Buch und ich bin auch heute noch so großer Fan dieser Reihe. Und da ich diese neuen Cover so unglaublich schön finde, muss ich die haben. Deswegen habe ich Laura auf jeden Fall gefragt, wann es die denn zu kaufen geben wird. Und sie hat gesagt, sie guckt, dass es jetzt im April klappt. Also, wenn ihr Interesse an der Nachtsonne habt, die neuen Cover als E-Books gibt es schon, aber halt als richtiges Buch noch nicht. Und wie gesagt, ich habe jetzt noch die ersten Cover, die ganz, ganz alten, die ich auch mega schön fand, aber ich finde die jetzt hier einfach so toll. Und deswegen werde ich mir diese Bücher jetzt einfach auch nochmal kaufen, weil ich einfach die Geschichte auch so mag. Und ich glaube, es wird auch Zeit, dass ich die Geschichte vielleicht irgendwie auch nochmal mitlese. Und ja, ich liebe die Nachtsonne einfach. Ihr solltet euch die Nachtsonne auf jeden Fall angucken. Wenn ihr Jugenddystopien mögt, dann schaut euch das Buch an. Das ist so unglaublich gut. Und ja, auf jeden Fall habe ich Laura getroffen. Dann habe ich die Steffi getroffen von Lady of the Books. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Ansonsten habe ich das Christinchen getroffen, den Dominik kennengelernt, die Sandra getroffen. Sandra und ich, wir haben festgestellt, dass wir ja quasi Nachbarn sind, denn sie wohnt echt nicht weit von mir. Also ich meine Sandra von Being Sandra, falls ihr sie kennt. Ich kann euch alle ja unten in der Infobox verlinken, die ich so getroffen habe. Da könnt ihr mal durchstöbern. Und ja, fand ich voll cool, dass wir ja quasi Nachbarn sind. Also Nachbarin, sei gegrüßt an dieser Stelle. War voll cool, dich getroffen zu haben und dich auch, Christinchen, und auch den Dominik grüße ich mal an dieser Stelle. Ihr seid voll cool drauf. Und ja, also es war eine tolle Messe. Ellen möchte ich auch an dieser Stelle nochmal grüßen und ihre Begleiterin. Ich habe deinen Namen vergessen, es tut mir leid. Ja, also es war eine voll coole Messe. Falls ich jetzt hier irgendwen vergessen habe zu grüßen, tut es mir leid. Ich grüße auch die zwei Zuschauerinnen von mir an dieser Stelle, die auf mich zugekommen sind. Und ich danke euch für eure lieben Worte. Das ist echt sehr motivierend, wenn man sowas hört. Man ist in diesem Moment immer nur auch erstmal so, oh mein Gott, die reden mit mir. Die reden mit mir. Das ist irgendwie für mich auch immer noch sehr unwirklich, wenn da jemand so auf mich zukommt. Und ja, mein kleines Highlight war ja, beim Booktuber-Treffen stand ich dann so mit Tina da so und habe mich unterhalten und auf einmal, ja, dann kommt auf einmal so eine Frau auf mich zu und ich konnte sie auch so vom Gesicht nirgendwo hinstecken und sagt so, ja, hallo, ich bin Autorin, ich bin die Marion Meister und du hast mein Buch gelesen. Und bei mir im Kopf ratterte es und ich konnte sie nicht zuordnen. Und dann hat sie gesagt, ja, mein Synonym ist June Perry. Und in dem Moment, bam, hatte ich White Mace sofort im Kopf. Und ich dachte so, oh mein Gott, June Perry, wie cool ist das denn? Und ja, da habe ich mich mit ihr noch unterhalten. Und ich habe mich so geärgert, dass ich mein Buch nicht mit hatte zum Signieren. Naja, ich folge ihr jetzt auf Instagram. Wenn sie nach Frankfurt fährt, dann weiß ich das. Und dann nehme ich mein White Mace mit nach Frankfurt. Und ja, also es war voll toll. Also es war so cool, dass eine Autorin auf mich zukommt und zu mir sagt, hey, du hast mein Buch gelesen, ich möchte mich bei dir für die Rezension bedanken. Das war so cool, das war echt so für mich der beste Moment auf der Messe. Das war einfach so unglaublich, das war einfach so unwirklich und ich habe mich so gefreut. Wir haben auch ein Foto zusammen gemacht, das kann ich euch ja hier auch mal einblenden. Und ja, es war einfach sehr, sehr cool. Und im Herbst kommt ihr neues Buch raus. Das ist auch wieder so ein Jugend-Science-Fiction-Roman, da geht es um künstliche Intelligenz. Und das finde ich ja auch voll cool, das Thema, deswegen. Und ja, sie hat mich gefragt, ob ich es lesen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte es lesen. Und ich fand es einfach so cool. Es war einfach so toll. Oh, es war einfach so ein unwirklicher Moment für mich. Und ja. Ansonsten, wie gesagt, was die Leute betraf, war die Messe wieder super. Was die Zeit betraf, war es doof, weil ich halt keine hatte, so mir alles in Ruhe anzugucken. Naja, in Frankfurt wird das Ganze wieder besser, denn Schatzi und ich, wir haben gestern unser Hotel gebucht für Frankfurt. Wir sind auf jeden Fall Freitag und Samstag auf der Messe. Letztes Jahr waren wir ja Sonntag, also sind wir bis Sonntag in Frankfurt geblieben und dann aber frühs heimgefahren. Und dieses Jahr haben wir uns gesagt, wir sparen uns die eine Nacht, weil einfach auch die Hotels schon so unglaublich teuer waren. Also das, was wir jetzt für eine Nacht bezahlen, bezahlst du woanders teilweise für drei Nächte im Hotel. Und das ist einfach nur heftig. Aber naja gut, es ist halt März, es ist eigentlich auch schon relativ spät zu buchen für Oktober. Naja, auf jeden Fall haben wir unser Hotel jetzt für die Messe gebucht.
Ich hoffe jetzt, dass Schatzi frei bekommt. Ich habe auch Urlaub beantragt für den Freitag und ich hoffe jetzt, dass das bei meinem Mann halt klappt, dass er frei bekommt. Bei ihm ist das durch seine Schichtarbeit immer so ein bisschen schwierig, weil er da im Ost alles hin und her tauschen muss, er dann Urlaub beantragen kann. Das ist immer ein übelstes Gezerre bei denen. Und ja, deswegen hoffen wir jetzt, dass Schatzi frei bekommt. Und ja, dann fahren wir auf jeden Fall nach Frankfurt. Ich freue mich so. Und ja, das ist voll cool. Weil, wenn ich jetzt nämlich schon weiß, dass ich nach Frankfurt fahre, dann kann ich ja auch mal für mich das alles ein bisschen besser organisieren und kann vielleicht auch mal an irgendwelchen Blogger-Treffen und so teilnehmen. Das ist halt, wenn du immer so spontan fährst, kannst du halt an sowas ja nicht teilnehmen, weil da musst du dich ja Wochen und Monate vorher anmelden und bewerben und so. Und da habe ich halt immer nie mitgemacht, weil ich halt immer nicht wusste, ob ich fahre. Aber wenn ich jetzt schon weiß, ich fahre im Oktober, kann ich mich dann ja auch mal bei sowas bewerben und anmelden. Das ist toll. So, jetzt habe ich sehr, sehr viel erzählt. Ansonsten ist außerhalb der Buchmesse nicht viel passiert. Artikel 13 ist gestern durchgegangen. Ich habe mich so aufgeregt den ganzen Tag. Das glaubt ihr gar nicht. Ich war so wütend und frustriert und naja. Ich habe mich jetzt schon wieder ein bisschen runtergefahren. Es dauert jetzt noch 2 Jahre, ehe das Ganze durchgeht und wirklich in Kraft tritt. Ich sag mal, wir machen uns diese 2 Jahre hier noch schön. Wie es danach weitergeht, weiß ja keiner. Das werden wir sehen. Ich lasse das jetzt alles mal auf mich zukommen. Und wir schauen einfach mal, was dann hier so passiert. Entweder passiert dann, dass wir hier gar keine Social Media Kanäle mehr haben und es gibt kein YouTube, Twitch, Instagram, Facebook, Snapchat mehr. Wir werden sehen. Ich lasse das jetzt auf mich zukommen. Auf jeden Fall, gestern hat mich der Tag übelst angekotzt. Deswegen, ich habe mich sehr aufgeregt darüber. Ich habe mich sehr über die Politik aufgeregt. Und ich hoffe, dass die CDU echt ihre Quittung dafür bekommt. Ich hoffe es so sehr. Denn die haben, glaube ich, überhaupt keine Ahnung, was sie damit hier eigentlich gerade anrichten. Wir haben Politiker, das sind Leute, die sind über 60. Die haben doch überhaupt keine Ahnung mehr von dem, was hier eigentlich abgeht. Und, naja, ich reg mich jetzt nicht wieder drüber auf. Artikel 13 kommt, wir müssen jetzt damit leben, wir werden sehen, was passiert. Aber ja, es ist jetzt halt so. Ansonsten, was das Lesen betrifft, ich habe gestern Abend You fertig gelesen von Lauren Blakely. Ich möchte jetzt nicht aufstehen und das Buch holen, ich blende es hier nochmal ein. ich werde mich beim Schneiden wieder hassen, dass ich so viel einblenden muss, aber egal. Ja, auf jeden Fall habe ich You gestern fertig gelesen, fällt wieder in der Kategorie süße, niedliche Liebesgeschichte. Hat mir auf jeden Fall viel, viel besser gefallen wie der dritte Teil. War weniger Erotik drin auf jeden Fall. Gott sei Dank, das war im dritten Teil mir echt ein bisschen viel. Und die Geschichte war auch richtig süß, die Charaktere waren toll und ja, ich fand das Buch wieder richtig, richtig toll und richtig süß. Mehr dazu dann in meinem Video, da es ein Rezensionsexemplar ist, werde ich ja eine Buchvorstellung machen. Und als nächstes werde ich das Schätzchen hier lesen, die Legende der vier Königreiche besiegelt. Das ist der dritte und letzte Teil dieser Reihe. Ich freue mich schon sehr drauf. Und das werde ich heute anfangen. Und ich werde mal gucken, ob ich es diesen Monat noch fertig bekomme. Heute ist ja der 27. Ich könnte es rein theoretisch noch schaffen bis zum 31. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Und jetzt muss ich echt los auf Arbeit. Aus den 10 Minuten ist jetzt eine Viertelstunde geworden und ich bin jetzt schon wieder voll spät dran und komme bestimmt voll in den Berufsverkehr. Es ist jetzt 7:10 und ich muss 7:30 auf Arbeit sein. Ich muss aber vorher noch den Hund zu Mutti fahren. Wird eine knappe Geschichte, aber shit happens. Bis dann dann. Hallo ihr Lieben, guten Abend. Ich dachte mir, ich filme nochmal schnell, bevor mir das Licht hier komplett entschwindet. Ich habe jetzt gerade die Legende der vier Königreiche weitergelesen. Ich bin jetzt so knapp über der Hälfte. Ich habe jetzt erstmal aufgehört, weil ich Angst habe, dass das Buch sonst gleich wieder vorbei ist. Oh, ich bin bei diesem Buch so, ich freue mich, dass es der letzte Teil ist. Ich freue mich, dass diese Reihe vorbei ist. Aber gleichzeitig habe ich so einen inneren Weigerer, der dieses Buch nicht lesen möchte, weil es dann vorbei ist. Oh, kennt ihr das? Diesen Zwiespalt bei letzten Teilen. Das war mein Telefon. Diesen Zwiespalt bei letzten Teilen, den man immer hat. Man ist froh, aber man ist auch todtraurig. Und eigentlich möchte man dieses Buch lesen, aber eigentlich auch nicht. Und so geht es mir. Ich habe jetzt 80 Seiten ungefähr gelesen und höre jetzt erstmal auf. Da das Buch jetzt auch nicht so dick ist, bin ich jetzt auch schon knapp über die Hälfte. Ich höre jetzt erstmal auf für heute. Es ist Freitagnachmittag. Ich habe jetzt gelesen und jetzt werde ich mich noch ein bisschen um Milo kümmern. Nebenbei noch ein bisschen Twitch gucken und ich versuche mal den Fernseher auszumachen. Und meine Kissen fallen ja heute den ganzen Tag um. Und ja, ich muss ja dann auch noch mal mit Milo raus und ich will nachher noch streamen und zocken. Also von daher habe ich heute noch ein bisschen was vor und Gott, sehe ich scheiße aus, ey. Meine Güte. That's the real life. Jetzt nicht die ungeschminkte Wahrheit komplett, aber so in etwa. Boah, der Lack ist echt schon ab heute. Meine Güte, ich sehe scheiße aus. Naja, egal.
Ja, ich habe das Buch, wie gesagt, jetzt bis knapp über die Hälfte gelesen. Ich liebe es. Ich liebe diese Reihe sehr. Ich liebe die Charaktere, das Setting. Einfach alles. Ich liebe diese Reihe. Ich kann die Legende der vier Königreiche jedem empfehlen, der gerne Jugend-High-Fantasy-Geschichten liest. Ich finde diese Reihe unglaublich toll. Dann habe ich Post bekommen. Es sind bei mir übrigens immer noch zwei Bücher verschwunden. Ein Rezensionsexemplar wurde mir vor 10 Tagen schon zugeschickt und es ist immer noch nicht angekommen. Ich habe keine Ahnung, was damit passiert ist. Ich hatte der Frau vom Verlag jetzt gestern schon eine E-Mail geschrieben, sie wollte sich mal erkundigen. Aber das Problem ist halt, dass die Verlage die Bücher dann natürlich, um Kosten zu sparen, die immer nur als Maxi-Briefe verschicken. Und dadurch hast du keinen Sendungsnachweis und weißt nicht, was damit passiert ist. Und ich kann ja immer nur sagen, ja sorry, es kommt nicht an, ich weiß ja auch nicht, wo es hin ist. Es ist so zum Kotzen. Und ja, dann vermisse ich immer noch vollendet den dritten Teil. Ich hatte ja damals bei Lovely Books die komplette Reihe gewonnen. Der erste und der zweite Teil sind auch super angekommen. Der dritte kam nie an. Ich hatte dann drauf gewartet und dann kam er nicht. Und dann hatte ich es ehrlicherweise auch vergessen, dass er ja eigentlich noch fehlt. Und mir fiel es dann erst wieder ein, als ich die Neuerscheinungen für April rausgesucht habe. Weil ja, da kommt ja der vierte raus. Und da fiel es mir dann erst auf, dass der dritte fehlt. Und deswegen habe ich jetzt Lovely Books auch angeschrieben. Und auch die wollten sich erkundigen, was da jetzt ist. Und da warte ich jetzt auch noch auf Rückmeldung. Ja, aber ein Buch, was Gott sei Dank mal nicht verloren gegangen ist, ist dieses hier. Das ist auch ein Rezensionsexemplar. Das habe ich auch beim Verlag angefragt. Das musste ich anfragen. Einfach, weil ich den ersten Teil von dieser Reihe wirklich so toll fand. Ich fand die Geschichte damals so unglaublich süß. Und ich wollte unbedingt wissen, was es mit der Freundin, der Protagonistin aus dem ersten Teil auf sich hat. Da wurde man ja schon so angeteasert auf die Geschichte. Und ich wollte unbedingt wissen, was da los ist. Und ja, einige erahnen jetzt vielleicht schon, um welches Buch es geht. Es wurde in den letzten Tagen auch auf Instagram wieder ordentlich gezeigt. Und zwar habe ich angefragt, With or Without You von Geneva Lee. Das ist der zweite Teil. Ich weiß gar nicht, wie die Reihenbezeichnung dazu ist. Auf jeden Fall ist das der zweite Teil aus dieser Reihe. Und hier geht es ja um, oh Gott, wie hieß sie gleich? Jessica Stone. Und Jessica ist ja die beste Freundin von Jillian aus dem ersten Teil. Und im ersten Teil hat sie schon angebahnt, dass sie den Dozenten hier so ganz nett findet, der auch noch sehr jung ist. Also das ist jetzt kein alter Knacker oder so, sondern dass er noch ein recht junger Dozent ist und dass sie ihn toll findet und ihn mag und sich gut mit ihm versteht. Und ja, im zweiten Teil geht es jetzt um diese beiden und um eine Beziehung, die natürlich nicht sein darf. Und da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Und vielleicht lese ich ihr heute sogar noch ein bisschen rein. Aber eigentlich habe ich jetzt keine Zeit. Ich werde morgen anfangen zu lesen und ich freue mich schon sehr darauf. Und ja, ich werde euch auch hier berichten, wie With or Without You, mein Herz gehört dir, mir am Ende gefallen hat. Und ja, hoffe, dass die beiden Bücher, die lost sind, jetzt irgendwie mal noch auftauchen. Ich wäre echt todtraurig, wenn die jetzt weg wären. Ich kann das ja aber nicht ändern. Ich weiß nicht, was los ist. Also ich vertraue unserer Postfrau komplett. Da ist bis jetzt nie was weggekommen. Für ihre Kollegen, wenn die im Urlaub ist oder krank ist, kann ich die Hand nicht ins Feuer legen. Man weiß ja auch nicht, wo das dann lost ist. Das muss ja nicht bei unserer Postfrau sein, sondern auch schon irgendwo im Zwischenstep. Also das ist echt richtig übel. Ich hatte es ja auch schon, dass ein Paket von mir, was ich an eine Freundin geschickt habe, verschwunden ist. Seitdem verschicke ich alles nur noch per Paket mit Paketverfolgung und denke mir, ja scheiße, auf die 4 Euro, die du mehr bezahlst, aber dafür kommt das Paket wenigstens an. Und ja, es ist einfach alles zum Kotzen. Also ich hoffe jetzt einfach, dass die Bücher noch ankommen werden. Und jetzt werde ich ein bisschen mit Milo spielen. Dem ging es heute nämlich schon wieder nicht so gut. Hat wieder nicht gegessen, hat wieder gebrochen. Und ja, dem geht es jetzt aber inzwischen soweit wieder ganz gut. Er hat zwischenzeitlich auch ein bisschen was gegessen wenigstens. Und getrunken, das ist das Wichtigste. Und er kriegt dann jetzt heute Abend noch eine Tablette. Und dann sollte sich das wieder einpegeln. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt ein bisschen mit Milo spielen. Dann gehe ich mit ihm nochmal Gassi. Und dann werde ich mich vorbereiten zum Streamen. Ich möchte ja endlich mit Red Dead Redemption fertig werden, was ich seit Dezember spiele. Oh, das ist, weil ich die Story halt immer nur online spiele und offline halt immer diese ganzen Nebendinger gemacht habe. Aber ich komme bei den Nebendingern jetzt nicht mehr weiter und ich möchte aber gerne das Spiel jetzt weiterspielen. Deswegen muss ich heute unbedingt zocken, dass ich Red Dead Redemption endlich weiterspielen kann und es dann auch irgendwann mal fertig bekomme. Und vielleicht spiele ich heute noch ein bisschen Far Cry. Ich wollte unbedingt mal Far Cry ausprobieren. Und mein Schatz, sie hat jetzt mir erlaubt, dass ich sein Profil neu machen darf. Er hatte ja schon angefangen in dem Spiel, war schon relativ weit. Und man kann aber mit diesem Spiel nur ein Profil spielen. Das andere ist dann lost und weg und gelöscht. Und deswegen hat er uns gesagt, nee, komm, nicht mein Profil. Und dann hat er gesagt, komm, ich spiele so selten.
wenn ich Bock habe, spiele ich dann halt auf deinem Profil irgendwie weiter. Und da habe ich mir gedacht, juhu, vielleicht spiele ich dann heute auch noch ein bisschen Far Cry 5. Mal gucken. Jetzt habe ich aber schon wieder genug erzählt. Ich höre jetzt erstmal auf und melde mich vielleicht am Sonntag nochmal, wenn ich dann mit Die Legende der vier Königreiche und With or Without You weitergelesen habe. Und ich sag mal, bis dahin. Hallo! Heute ist der 31. März. Ich glaube, ich habe in meinem letzten Weekly Reading komplett vergessen zu sagen, welcher Tag eigentlich ist. Ich hatte vorhin das Live-Hangout für die Neuerscheinungen. Und da ich da einmal am Rechner saß, hatte ich danach noch Bock, irgendwie zu zocken, statt zu lesen. Und habe dann noch Far Cry gespielt. Und ich gewöhne mich so langsam an diese Tastatursteuerung. Ich bin in der Regel kompletter PlayStation-Spieler, deswegen ist das für mich mit Tastatur ein bisschen ungewohnt. Und ich merke auch, dass ich so nach 2 Stunden echt ein steifes Genick hinten kriege, weil ich so komisch dann am Rechner sitze. Das ist mit Controller definitiv entspannter. Aber ja, ich kriege Far Cry so langsam hin. Ich wollte mich aber einfach nochmal kurz melden, denn ich habe heute Die Legende der vier Königreiche beendet. Ich bin super zufrieden mit dem Abschluss von dieser Reihe. Ich bin super zufrieden, wie das am Ende alles gelöst wurde. Ich bin super zufrieden mit allem. Also ich bin glücklich mit dem Ende. Ich bin traurig, dass diese Reihe jetzt vorbei ist. Ich werde diese Reihe definitiv nochmal komplett hintereinander lesen, weil ich hatte jetzt hier zwischen den Büchern auch immer, ich glaube, ein Jahr, dreiviertel Jahr bis ein Jahr, wo jetzt die Bücher rausgekommen sind. Und ich möchte diese Reihe auf jeden Fall nochmal komplett lesen. Ich liebe diese Reihe über alles und ja, kann euch immer wieder nur von der Reihe vorschwärmen und sie euch empfehlen. Und ja, das habe ich heute fertig gelesen. Und ich hatte es vorhin im Hangout schon gesagt, es ist noch ein Buch angekommen. Also jeder, der von euch sich das Hangout noch nicht angeguckt hat, der weiß es wahrscheinlich noch nicht. Ich habe hier Post bekommen und ich mache das mal auf. Wartet. So. Und in diesem Paket war das Schätzchen hier drinne. One Passion von Lauren Blakely. Das ist der 3. Teil der The One-Reihe. Und ich wollte eigentlich heute mit After Passion anfangen. Aber jetzt habe ich ja noch gezockt. Und ich überlege, ob ich jetzt lieber mit One Passion noch anfange. Das kriege ich heute und morgen auf jeden Fall fertig gelesen und danach After lese. Ich hätte aber eigentlich auch noch With or Without You hier liegen, was ich lesen muss, weil es ein Rezi-Exemplar ist. Aber dann schiebe ich After wieder so weit nach hinten. Ah, es ist so schwierig. Ich überlege, was ich jetzt mache. Ich glaube, ich werde das spontan halten. Vielleicht lese ich auch doch erst After und dann die 2 Rezi-Exemplare. Ich muss mal gucken. Ja, auf jeden Fall ist One Passion bei mir eingezogen. Das habe ich vom Verlag zugeschickt bekommen. Netterweise wieder. Und mein Lusitzchen will noch spielen. Da, Bibidi. Da. Das heißt, ich werde jetzt mit Milo gleich noch 5 Minuten spielen und mit der Niki noch kurz telefonieren, die hatte mir gerade geschrieben. Und ja, dann entscheiden, was ich lese. Ich denke mal, ich werde mich später nochmal bei euch melden und noch einen Abschlusseintrag machen. Ich weiß jetzt schon wieder gar nicht, wie viele Tage ich hier das Weekly Reading eigentlich gemacht habe. Ich glaube, ich habe vor der Buchmesse ja schon angefangen. Das heißt, ich werde noch einen Eintrag machen, dass ihr seht, was ich dann angefangen habe zu lesen. Und danach beende ich das Weekly Reading und starte dann gleich wieder ein neues. Ich versuche jetzt immer, die Weekly Readings zu beenden und gleich neue anzufangen. Also ich gehe immer so in regelmäßigen Abständen jetzt habe für euch wie so ein Update. Und ja, ich werde jetzt aber erstmal mit der Niki telefonieren. Und wie gesagt, melde mich dann die Tage nochmal bei euch. Und dann sage ich euch, was ich jetzt schlussendlich eigentlich lese. So, bis dann. Hallo ihr Lieben, es ist Mittwoch, der, ich weiß nicht wie vielte April. 3.? 4.? Irgendwie so. Auf jeden Fall wollte ich euch noch ganz kurz berichten, ich habe gerade ein Buch beendet. Leute, ihr wisst welches Buch, ich habe es euch am Sonntag gesagt, dass ich es anfange zu lesen. Ich habe diesen Schinken hier jetzt gerade fertig gelesen und ich kann nicht von einer Hassliebe sprechen, weil lieben tue ich dieses Buch definitiv nicht. Ich hasse es ein bisschen. Ich habe mir die ganze Zeit beim Lesen nur gedacht, was ist hier los bitte? Was ist das denn bitte für ein Scheiß? Aber es ist Scheiß, den man weiterlesen möchte. Das ist so schlimm. Dieses Buch ist absolut schrecklich. Ey, die Alte hat mich die ganze Zeit aufgeregt. Ich hätte die nur klatschen können. Der Typ hat mich aufgeregt und dann ist dieses Ende. Und du denkst ja einfach nur so, what the fuck? Was stimmt bei euch nicht, Leute? Wie alt seid ihr? 5? Wirklich? Das hat mich so extrem aufgeregt. Und trotzdem bin ich an einem Punkt, wo ich sage, ich will weiterlesen. Oh.
Ich hasse dieses Buch. Dieses Buch, wie gesagt, ich kann nicht von einer Hassliebe sprechen, weil lieben tue ich dieses Buch definitiv nicht. Aber mich interessiert es einfach mal, was da jetzt noch als nächstes passiert. Und das ist so ein Scheiß, ey. Dieses Ende ist sowas von offen. Annika hat immer gesagt, naja, du musst dir das Ende so vorstellen wie, und sie geht um die Ecke. Und so ein Ende ist es tatsächlich. Also sie geht nicht am Ende um die Ecke, sondern was anderes. Aber es ist tatsächlich so ein Ende. Und du denkst ja einfach nur so, ja toll. Jetzt muss ich definitiv auf jeden Fall den zweiten Teil lesen, weil ich will wissen, was da abgeht. Ja. Vor allem die Alte, die regt mich so auf. Die ist sowas von naiv und dumm. Und ich weiß es nicht. Und er ist einfach nur ein Psycho. Er ist einfach nur ein Psychopath. Ich weiß nicht, wie man diesen Typen toll finden kann. Er ist einfach nur Gaga im Kopf. Also dieses ganze Buch regt mich auf. Und trotzdem muss ich es lesen. Es ist so schrecklich. Es ist einfach nur so schrecklich. Und ich weiß jetzt, wie ganz, ganz viele Leute sich da draußen fühlen, die sagen, ich habe eine Hassliebe zu diesem Buch. Ich möchte es, wie gesagt, bei mir persönlich nicht als Hassliebe bezeichnen, weil lieben tue ich das Buch definitiv nicht. Ich bin einfach nur kacken neugierig, was als nächstes passiert. Ja, so ist das. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall für den ersten Teil gewappnet für den Film. Obwohl ich ja schon gehört habe, dass der Film nicht nur den ersten Band umspannt, sondern mehr. Also müsste ich wahrscheinlich den zweiten Teil auch noch lesen, bevor ich den Film gucke. Ich habe keine Ahnung. Aber ich gucke mir den Film dann einfach an und wenn ich den zweiten Teil bis dahin noch nicht gelesen habe, ist das so. Ist jetzt auch nicht so wild, aber ich habe mir nur gedacht, meine Herren, was ist hier los? Naja, ich habe After Passion gelesen, ich habe es jetzt beendet und dachte mir nur so die ganze Zeit so, ist nicht euer Ernst. Also wirklich, es regt mich einfach nur auf. Naja, ich habe es jetzt beendet. Als nächstes werde ich jetzt One Passion lesen von Lauren Blakely und danach werde ich With or Without You lesen von Geneva Lee. Da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Und ja, dann lese ich auch noch Dragon Fortune 2, das liegt hier auch schon auf meinem zu lesen Stapel. Also das sind die drei Bücher, die ich als nächstes lese auf jeden Fall. Ich werde jetzt noch One Passion lesen, danach vielleicht Dragon Fortune und dann With or Without You, dass ich einfach zwischen diesen ganzen Liebesromanen auch noch morgen was anderes lese. Ja, dann habe ich heute noch ein Paket bekommen von Lovely Books. Ich hatte ja irgendwann mal erzählt, dass ich ja damals bei diesem Gewinnspiel mitgemacht habe von Vollendet und dass ich ja diese komplette Reihe gewonnen habe. Und nun war es so, dass der dritte Teil bei mir nie angekommen ist. Und dann habe ich vor der Buchmesse in der Woche die Leute von Lovely Books mal angeschrieben und habe denen das gesagt und habe gefragt, ob die da mal gucken können, was da los ist. Heute habe ich auf jeden Fall ein großes Paket von denen bekommen. Ich gucke da jetzt mal rein, was da drin ist. Ich habe so die Vermutung, dass das Buch da drin ist und vielleicht auch gleich der vierte Teil. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein, bevor ich hier wild rumspekuliere. So, wartet mal. Ich muss mal wieder euch irgendwie abstellen. Ich habe jetzt wieder die beste Position überhaupt und ich bin unscharf und ach, egal. So, ich will wissen, was hier drin ist. Ich hätte ein schärferes Messer nehmen sollen. Dieses Klebeband ist sehr stark. Ich tue das mal beiseite. Oh, ist der schön. Guckt mal. Ich liebe das Lesen. Ja, das tue ich tatsächlich. Und hinten ist halt das Lovely Books Logo drauf. Oh, das ist ja schön. Oh, da freue ich mich. Und wir haben hier noch Brief. Und ein Lesezeichen. Tada! Hallo, viel Spaß mit dem Abschluss deines Vollendet-Abo. Wünscht Mariana von Lovely Books. Danke, danke, danke. Vielen, vielen Dank. Wuhu! So, aha, hier haben wir den dritten und den vierten Teil. Ich weiß es nicht, vielleicht haben die ja auch beabsichtigt, den dritten und vierten zusammen verschickt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt alle vier Vollendeteile und ich kann diese Reihe jetzt endlich komplett lesen. Sehr, sehr cool. Ah, ich freue mich. Der erste und zweite Teil liegt ja auch noch hier. Und die will ich auf jeden Fall auch nochmal lesen. Also ich habe ja den ersten damals schon gelesen, noch im Hardcover. Und dann hieß es ja, dass der vierte nicht mehr übersetzt wird im Hardcover und dann habe ich die Reihe nicht weitergelesen. Und ja, jetzt habe ich alle vier Teile und ich kann weiterlesen. Wie cool ist das denn? Und ich habe einen mega, mega, mega tollen Beutel bekommen. Ist das nicht toll? Oh, der ist so schön. Ich freue mich ja über Stoffbeutel. Wirklich, ich bin ein Stoffbeutel-Fetischist. Glaubt es mir. Oder halt auch nicht. Ja. Aber ich habe jetzt alle vier Teile der Vollendet-Reihe und ich kann es zu Ende lesen. Juhu! Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. So viel zu dem Thema, es war das in dem Paket.
was ich mir erhofft hatte. Sehr cool. Dann warte ich jetzt nur noch auf ein Rezi-Exemplar, was irgendwie verschutt gegangen ist. Da hat mir die Dame vom Verlag heute aber auch geschrieben, dass sie es mir jetzt nochmal zuschickt. Und dann hat sie mir nochmal gesagt, dass sie das Cover geändert haben. Sie jetzt aber nicht weiß, ob ich jetzt das neue Cover kriege oder noch das alte. Sie wollte es mir halt sagen, hat mir jetzt das neue Cover einfach per Mail zugeschickt, falls ich das Buch noch mit dem alten Cover kriege, dass ich es dann einblenden kann quasi im Video mit dem neuen Cover. Und ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das Buch dann auch ganz bald ankommt. Ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Und ja, hier vollendet komplett. Ich freue mich. Ich muss halt auch sagen, dass ich die Cover hier echt mega hübsch finde. Und ja, ich freue mich jetzt, dass ich diese Reihe komplett habe und dass ich sie dann komplett lesen kann. Und ich flippe gerade aus. Yuppie! Ja, ansonsten gibt es jetzt eigentlich auch erstmal nichts weiter zu berichten. Ich habe jetzt, wie gesagt, After fertig gelesen. Ich werde jetzt noch ein bisschen Fernsehen gucken, um runterzukommen. Ich werde jetzt heute nichts Neues mehr anfangen zu lesen. Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch genug Material für ein Weekly Reading. Ich habe jetzt schon wieder viel zu lange hier geredet. Und ja, ich würde das Weekly Reading jetzt an dieser Stelle beenden. Es gibt auch ansonsten nicht wirklich viel zu berichten. Ich gehe ja immer nur auf Arbeit und komme nach Hause und gehe auf Arbeit und komme nach Hause und lese halt und spiele mit Milo und so. Und ja, ich habe überlegt, morgen Abend nochmal ein bisschen zu streamen und ein bisschen zu zocken. Ich habe da voll Bock drauf. Und ja, mehr gibt es jetzt auch erstmal nicht zu berichten. Ich bin total müde. Ich glaube, ich lege mich jetzt auch ins Bett und gucke da noch ein bisschen Fernsehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, wie immer, fürs Gucken. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.